Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier in Nepos Haus, Nepo die Nase. Sie meinen und immer, mich beschützen zu müssen. Befragen denn irgendwann kurz einmal, ja? Nun, was wollt ihr? Ja, ich weiß eigentlich alles von Velin, ja? Ah ja, ihr habt euch als echter Bluthund erwiesen. Schließlich habt ihr mich aufgespürt. Ich spiele dieses Spiel schon seit 20 Jahren. Aha. Schicke die Jungen in den Tod. Alles im Namen der Abgeschworenen. Und ich bin dessen müde. So müde. Ja, und warum? Weil mein König es mir befohlen hat. Madanach. Als der Aufstand durch die Nord niedergeschlagen wurde, warfen sie ihn in die Minen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er lebt noch. Ich bekomme seine Nachrichten und gebe seine Befehle, ohne zu fragen, weiter. Ist okay. Ja, also du bist der Vollstrecker von Madanach. Ja, und warum erzählst du mir das alles? Mein liebes Mädchen, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr hier lebend herauskommt? Eure Ankunft ist beobachtet worden. Das Mädchen an der Tür ist eine Agentin der Abgeschworenen, verkleidet als Dienstmagd. Vor euch sind schon andere so weit gekommen. Und nach euch werden wieder andere so weit kommen. Ja, und wer ist denn eigentlich der Madanach? Er ist der Lumpenkönig. Ein Mann, der einst ganz Reach im Griff hatte. Er schürt die Leidenschaften der Unterdrückten in dieser Stadt. Weist sie an, die Feinde der Abgeschworenen in unserem Namen zu töten. Alles aus dem Inneren der Sidna-Mine. Einem Nordgefängnis. Welche Ironie, nicht wahr? Ja, und ihr habt von einem Aufstand gesprochen? Und Reach gehören uns. Darum sind wir die Abgeschworenen. Wir können keinen Anspruch auf eine Heimat erheben, die uns gehört. Aber dann, während ihres Krieges gegen die Elfen, kam unser großer Moment. Wir vertrieben die Nord mit einem gewaltigen Aufstand aus Reach. Dann kamen Ulfric und seine Männer. Wer von uns nicht floh, wurde exekutiert. Außer mir selbst, meinem König und eine Handvoll anderer. Ja, irgendwie interessant. Sind jetzt die Abgeschworenen gut oder böse? Jedenfalls sind sie gegen die Nord und wir sind ja Nord und gegen Ulfric Sturmmantel sind sie ja auch. Ja. Aber andererseits sind sie auch gegen die Kaiserlichen, ja? Irgendwie kompliziert. Aber egal, da gibt's nicht mehr, gell? Ich dachte, ich hätte etwas. Oh, 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 oh. Was ist denn da jetzt los? Dann lass es gut sein. Großvater kämpft noch immer? Nee. Der hat sich mit dem Wolf vom Großvater angelegt. Ja, heul einmal. Anständig, komm. Ja, Großvater Schutzgeist. Der ist echt cool drauf, ja? Ja, wie es da aussieht. Haben wir jetzt? Ja. Die lange Nase gekillt. Weil der wollte es nicht wahrhaben, ja? Schlüssel, Wein und alles Mögliche. Wir nehmen das Zeug einfach mit. Ja, es mag ich nicht. Da, tu die Waffen mal weg. Ja. So. Und Nepos Haus, Kleidung und... Ja. Auch wurscht. Und du, Nepos, die Nase, armer Teufel. Das könnten wir gleich lesen, ja? Und Silverring, ja, steigert die Gesundheit und so weiter. Nicht schlecht, wir nehmen das Zeug. Und jetzt sind wir entdeckt, von wem? Egal, wir schauen uns da kurz einmal um. Es ist ja noch immer stehlen, schätze ich mal. Aber, ja, wenn die uns angreifen, ich weiß ja auch nicht, warum das so ist. Ja, egal. Noch einmal in die andere Kabine geguckt. Da vorne gibt es ja auch noch eine. Das ist wahrscheinlich, ja, die Küche und das Schlafgemach von Madanach. Okay. Bücher hier.
müssten wir auch stellen. Ah, lassen wir das Zeug. Egal. Kennen wir auch schon einige. Und da hinten, da ist noch eine Vitrine. Stahldolch des Unbehagens. Das ist stehlen. Okay. Ist ja keiner mehr da, der uns anzeigen könnte. Ja, wo kein Kläger oder auch kein Richter. Und Großvater ist noch voll in Action da. Jetzt beruhig dich. Nimm deine Tropfen. Komm, Alter. Oder bewegt sich da noch irgendwas? Nein, wir lesen einmal das Tagebuch. Da komm, setz dich hin. So sieht er. Ah, wir haben schon wieder was mitgenommen. Ich glaub's ja nicht. So. Komm her. Na, wirst du, das Speichern dauert auch immer länger. So, Bücher. Tagebuch von Madonna, von Nepos Tagebuch, ja? Schauen wir mal. In meinen alten Tagen werde ich von Schuldgefühlen geplagt. So viele Junge wurden in den Tod geschickt. Alle im Namen der Abgeschworenen, alle im Namen von Madonach, meinem König, der uns aus seiner Zelle in der Zitna-Mine beobachtet. Wie lange diene ich euch schon? Seit dem Aufstand gegen die Nord. Hat es je eine Zeit gegeben, in der diese ganze Gewalt unser Schicksal nicht überschattet hat? Habe ich denn eine andere Wahl, als das zu tun, was mir aufgetragen wurde? Ja, somit hat sich das auch erledigt. Nun gut. Nächstes, kehre zu Eldris zurück. Genau, das werden wir machen, ja? Da hauen wir uns dann gleich einmal. Großvater, kommst du? Großvater, der hat noch immer einen Schock. Der hat einen vollen Schock. Ich muss ihm noch eine Tabletten geben. Wurscht, wir schauen da mal raus. Und ja, ich glaube, ich speichere da vorher. Ja. Ich traue der ganzen Geschichte nicht bei diesem Quest, bei dieser Quest, weil ja. Da gibt es so viele Ungereimtheiten. Mal sehen, ob der Großvater uns folgt. Dann gehen wir zurück zu unserem Auftraggeber, diesen Eldri, der beim Schrein von Dalus auf uns warten wird wahrscheinlich. Seht ihr, Großvater ist weg. Und da steht einer. Aus dem Weg, Bruder. Okay. Ah, Großvater ist da und jetzt ist er auch da. Okay, Leute. Belästigt jemand anderen? Reburus, komm her. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Aus dem Weg! Okay, du kommst auch noch in meine Klasse, wie gesagt. Und... Ihr seid doch der von der Akademie. Sind wir genau das. So, wir müssen da rüber jetzt wieder. Wenn ich den Weg nur finden will, hätte ich auch gleich rausschneiden können, gell? Da! Es ist toll, ein Lehrling zu sein. Ich darf mit dem Hammer auf Dinge schlagen. Mama mag es nicht, wenn ich im Haus auf- und abspringe. Aber ich kann einfach nicht anders. Ganz ehrlich. Ihr braucht etwas? Nee, eigentlich nicht. Und ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Okay. Meine Frau Kera betreibt unseren Juwelierstand auf dem Markt. Meine Tochter Adara ist auch mein Lehrling. Sie lernt schnell. Ja, cool. Also, Papa und Tochter hier, ja? Wir könnten da zusammen was trinken gehen. Ich mit dem Großvater und ihr zwei. Nun gut, nur kurz einmal, da Zwischenzeit gestoppt und ja, gehen wir da mal rein. Schauen wir mal, ob wir jetzt ihm die Nachricht überbringen können, was da jetzt so abgegangen ist mit, Wir hatten euch gewarnt, aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten. Zeugen zum Schweigen bringen. Jede Menge Arbeit.
So, Leute, ich kann da gleich gar nichts tun. Was habt ihr mit Eldri gemacht? Der liegt da beim Schrein und isst ja. Donner zahlt euch und ja, genau so ist das. Madanach steckt hinter diesen Morden, ja. Was soll ich da jetzt machen? Wir ticken da mal rein. Dachtet ihr etwa nur ihr wüsstet das? Wir hatten ein nettes kleines Abkommen zwischen Tona und Madanach, bis ihr hier aufgekreuzt seid. Ihr werdet während eurer lebenslangen Haft in der Sittner Mine noch genug Zeit haben, um mit dem Lumpenkönig darüber zu plaudern. Ja gut, es gibt da jetzt keine Möglichkeit mehr, aus dieser Sache rauszukommen. Wir slashen die Jungs einmal hier. Ihr werdet Markarth nie mehr verlassen. Ja, ja. Also, wir... Okay. Ein Hörer seid ihr ja, Schwächling. Da ist ja noch einer. Komm her zu Papa. Okay. So weit, so gut. Wir haben da jetzt Wachen geslasht, ja? Leute, das darf auch nicht sein. Irgendwie muss ich da jetzt aber rein, ne? Und wir haben... aber echt den Quest abgeschlossen. Ah, ich finde das ja so cool. Ja, das war's dann hier. Ja, echt witzig. Ich mach da mal eine kurze Rundumsicht. Schau mal da rein, was der da so hat. Goldnord mit Schlüssel zu Eldris Zimmer, Tomate. Ja, nichts Besonderes, aber Schlüssel sind immer cool. Und ihr Wachen habt mich da wirklich in Verlegenheit gebracht. Ich nehme mal das ganze Zeug und dir gebe ich gleich mal eine Fackel, ja? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Darf ich's behalten? Auf jeden Fall, Großvater. War nur ein Scherz. Komm her. Wir haben da unter sonstigen, ja, die Fackel wahrscheinlich, ja. Die gebe ich dir, ja, XG, passt. Ist ja auch schön. Dann so. Mal los. Dann nehme ich dir auch noch alles weg. Komm her. So, und du auch noch. Und, ja. Leute, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da jetzt weitergeht, wenn wir da rausgehen. Da wird es extrem heftig werden. Und wie der Quest angefangen hat, die Quest, so beenden wir es auch kurz einmal hier. Und schauen dann, was da draußen auf uns wartet. Ich schätze mal, wir lassen uns gefangen nehmen und schauen, was da in der Sittner-Mine so los ist, ja? Das wäre ja auch mal eine Idee, ja? Also Leute, denke mal, das ist ein würdiger Abschluss. Hoffe, wir sehen uns bald wieder und schauen nochmal nach, was die Abgeschworenen so treiben. Euer Toso. Ciao.